Hallo Leute und herzlich willkommen zu Animophobia. Fast wie Phasmophobia, aber es ist halt Animophobia. Ich habe keine Ahnung, was das geht. Wir starten direkt rein. Okay, Leute, das sind wir. Ich finde es cool, wir haben sowas wie Optifine, weil wir können zoomen. Aber ob das so cool ist, weiß ich jetzt noch nicht. Wir können auch mit E interagieren. Eigentlich. Ah, okay. Ja, okay, funktioniert alles. Wir können auch crouchen. Dann hat man unsere Steps kaum und ja, das wäre eigentlich alles. Okay, wir sehen uns hier mal ein bisschen um. Das ist ja nur das Badezimmer hier. Hier ist irgendwie... Okay, die Steuerung ist ein bisschen weird, weil wenn ich aufhöre, läuft er noch so ein Schritt. Aber das ist, glaube ich, relativ egal. Okay, ich würde sagen, wir erkunden erstmal alles. Alter, das ist schon jetzt weird. Wieso ist... Oh, ein Flashlight. Okay, F. Wahrscheinlich haben wir hier auch wieder nur eine begrenzte Batterie-Dings. Deswegen brauche ich das noch nicht zu heftig, weil wir brauchen es halt noch nicht. Aua. Digga, was ist mit der Tür los? Digga, was ist das denn für eine Wohnung? Ist ja creepy as fuck. Da können wir nicht rein. Was mich ein bisschen irritiert, nirgendwo ist eine Batterieanzeige. Also das heißt, vielleicht haben wir doch unendlich Batterie. Okay, soweit, so gut. Wir haben jetzt schon mal alles, ja, erforscht, was es hier in diesem Haus gibt. Bis auf diese eine Tür hier. Da passiert irgendwie gar nichts, wenn ich E drücke. Das vielleicht, liegt vielleicht daran, dass der Ausgang ist, nehme ich mal an, von der Wohnung. Weil wir sind ja dort gestartet, das würde auch irgendwie Sinn machen. Und die Tür hier hinten. Aber die ist irgendwie... Ah, ein Padlock. Können wir das irgendwie... Code eingeben? Nee, scheinbar nicht. Okay. Ja, wir müssen also ein Padlock finden. Beziehungsweise wahrscheinlich irgendein Code. Ja, ich such den mal. Vielleicht finde ich hier was. Ah, da ist auch schon... Ah, das ist ein Key. Lol. Ups. Oh. Oh, no. Kapitel 1. Okay, also jetzt geht's schon mal richtig los. Jetzt haben wir es wahrscheinlich getriggert. Ich glaube, ich finde es gut, dass die Taschenlampe scheinbar. Don't look at him. Oh lol. Another key. Okay. Okay, wir dürfen ihn scheinbar nicht ansehen. Wer er auch immer ist. Ja, nice. Couch. Oh, Alter, bin ich erschrocken auf dem Licht, ey. Oh shit. Oh mein Gott. Okay, ich war jetzt nicht sonderlich creepy, aber ich bin einfach erschrocken. Oh ne, muss man neu anfangen immer. Okay, warte, dann hole ich mir kurz den Schlüssel. Ich weiß ja, wo er ist. Das ist stupid, ich habe das Dings noch gar nicht, die Taschenlampe. Okay, Chapter 1 wieder. Kommt es jetzt dann wieder? Das Don't Look at Him. Das hatten wir ja hier hinten. Ne, das kommt nicht wieder, hä? Ah doch, okay. Ja, danke für die Info. Okay, also wir sollen ihn nicht anschauen. Oh, das Couch und Schild hier oben. Also sobald wir ihn sehen, einfach wegschauen, denn das ist schon bei des Rätsels Lösung. Okay, ist hier irgendwo der Key? Oh. Ah, jetzt ist er weg. Ah, das ist immer Couchen dann. Oh, lol. Er ist immer noch da. Okay, also der ist jetzt... Ja, gehört jetzt quasi zu uns. Okay, ja, dann suche ich jetzt... Was muss ich eigentlich suchen? Ich weiß gar nicht. Irgendein Key wahrscheinlich. Okay, steht da immer noch. Ich durchsuche mal noch die Räume hier. Oh. Keypiece. Was? Der Schlüssel wurde einfach aufgeteilt in Stücke. Alles klar, Digga. Kennt man ja. Okay, ist so ein bisschen wie Slender. Er kann irgendwie nur so springen. Aber nicht, wie sagt man, nicht laufen. Er guckt mich, glaube ich, auch immer an, oder? Ja, ich nehme es an. Okay, aber er tut uns ja nichts. Von daher ist eigentlich alles chillig. Deswegen suche ich weiter. Keypiece. Okay, nice. Noch eins. Er steht einfach immer noch da. Was ist los mit dir? Keypiece, nochmal eins gefunden. Das ist schon mal gut. Lol, okay, Spiel. Was ist los? Hey, muss das so sein? Ah, Tür ist offen? Ja. Oh Gott, im Keller. Ciao, Wohnung. Da ist gar nichts. Oh, das ist auch was. Ah, das ist einfach ein Gang, lol. Okay. Oh, okay. Alter, wo sind wir denn jetzt? Schon wieder? Das war ja im letzten Spiel-Horror-Folge, keine Ahnung. War ja das auch schon so, da sind wir auch plötzlich in sowas teleportiert worden, oder nicht? Oh, nee. Okay, wir sind schon mal in einem Summercamp. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Crouchen. Death ahead. Oh, da können wir... Ups, bin wieder rausgetappt, sorry, das ist passiert, aber der Mauszeiger ist halt doppelt. You know. Ja, aber wir haben doch den Key noch gar nicht zusammengefunden. Wieso sind wir denn schon teleportiert worden? Ich weiß nicht, ob das so hätte gehen sollen. Okay. Werden wir
nicht raus. Was war das? Oh. Oh. Oh mein Gott, war das? Hä, stand der da? Nee, der stand noch nicht da. Was soll das? Chapter 2 wieder mal. Okay, also, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber er stand scheinbar da. Hä? What the fuck? Was müssen wir denn machen? Weil ich lese ihn nochmal. Ah, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Wir können hier die Bettdecken hochheben, um den Code rauszufinden. Und manchmal guckt jemand durchs Fenster oder wenn wir Schritte hören oder so, müssen wir uns schnell verstecken. Ansonsten passiert das, was uns immer passiert ist bisher. Ein Jumpscare. Die Betten machen auch Sounds. Und die sollte man nicht öffnen. Oder dieser. Habt ihr gesehen? Da am Fenster. Warte, mir kann ich so im Q, genau. Das steht da. Ja, komm doch rein. Also, es ist genug Platz für uns beide. Ja, oder auch nicht. Ja, jetzt ist er gegangen. Okay. Nice, das ist ja. Time to shine. Hä? What the fuck? Wir waren im Schrank. Hä? Okay, das machte gar keinen Sinn. Ist der Code immer ein anderer oder bleibt er derselbe? Ja, es ist scheiße, es ist immer ein anderer Code. Es steht einfach bei jedem Fact, ja, da ist er wieder. Steht einfach hide immediately. Also, versteck dich schnell. Und deswegen habe ich mich vorhin auch versteckt. Weil ich die komischen Sounds gehört habe. Nein, ich habe ihn falsch eingetippt. Leute, ich habe den Code, aber... Er war falsch. Nein, oder? Nee, er war richtig. Wo bin ich denn jetzt? Oh no, Alter. Okay, ich hatte den Code aber richtig. Es war eine kleine Herausforderung. Und zwar musste ich immer sehr aufpassen. Deswegen habe ich es gar nicht kommentiert dann zum Schluss. Und da habe ich es einfach rausgeschnitten. Weil es wäre auch nicht spannend gewesen. Ich brauchte so viele Tries. Okay, wo sind wir jetzt? Oh nee. All computers in Classroom 31. Oh mein Gott. Ja, hackt es eigentlich, Junge. Wie soll ich das denn finden? Ah, 31. Okay, Chapter 3, okay. Was müssen wir hier machen? Nix oder was? Können wir hier raus? Ah ja. Okay, es stand, er ist halt wieder da. Bla bla bla. Keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich gehe einfach mal überall rein, wo ich rein kann überhaupt. Dann nehme ich an, es steht er dann wieder da und dann müssen wir wieder ausweichen. Keine Ahnung. Alter, wie so ein Schnurrbart. So ein riesen... Ist der Neighbor auch noch hier? Von Hello Neighbor. Ach stimmt, warte mal. Die Tür ist ja jetzt offen, oder? Weil wir haben ja 4 Computer ausgeschaltet im Classroom 31. Müssen wahrscheinlich noch ein paar mehr schalten. Oh Gott. Okay, aber er steht schon mal nur rum, wenn wir ihn ansehen. Da ist ein Teddy. Ne, was ist das? Dieses Ding. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ist das vom Pokémon? Alter, ich habe keine Ahnung. Dieses, ja, runde, pinke Ding. Kirby heißt das, glaube ich, oder nicht? Irgendwie so. Das war da einfach im Klassenzimmer. Und oben war ein Schnurrbart. Richtig weird. Da ist er ja. Ja, Brudi, was müssen wir denn machen? Ah, können wir unten vielleicht einfach jetzt schon raus? Kann das sein? Ne, wir müssen doch safe noch irgendwas machen. Ah, lol, wir müssen jetzt immer wieder hier hin. 29. She's here. I just don't look at her. Okay. Jetzt ist eine sie scheinbar auch noch da. Lol, muss das so sein? Okay, dann suchen wir jetzt mal das Klassenzimmer 29. Das wird jetzt natürlich ein bisschen... Alter, was ist denn hier los? Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Okay, das ist 28. Da ist 9284. Okay. 26. Ach, komm schon. Ah, hier 29. Okay. Ah, ein Key. Kommen wir dem jetzt raus oder was? Für was habe ich den Key geholt? Ich gehe jetzt wieder in Zimmer 31 und hole dort. Wow, shit, Alter. Boah, habe ich mich erschreckt, ey. Oh. Bitte nicht nochmal alles von vorn. Nein, wir müssen nochmal von vorne. Ah, nee, nicht. Okay, nicht ganz von vorne. Alter, boah, hab ich mich erschreckt, ey. Okay, dann gehe ich jetzt in Zimmer 17, hol den Schlüssel und dann gehen wir wieder zu 31. Da ist ja auch schon Zimmer 17, das ging tatsächlich voll schnell. Okay, dann gehe ich jetzt mal zu 31 und schalte dort wieder Computer aus. They are here. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wie heißt das Spiel überhaupt? Animophobia, genau. Okay, ich habe schon wieder Herzklopfen. Wahrscheinlich bekommen wir gleich einen Jumpscare.
Oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war es das mit dieser Folge Animophobia. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich denke mal, ich werde das wahrscheinlich ein zweites Mal wieder spielen. Dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Thank you.